Good morning, guys. Mal aus dem Auto, mal was ganz Neues. Nicht mein eigenes Auto. Ich nutze hier immer dieses Carsharing. Ich bin jetzt gerade, ihr werdet es nicht glauben, auf dem Weg tatsächlich zum Schwimmen. Wir haben 6.47 Uhr. Ich auf dem Weg zum Schwimmen und nicht alleine. Da ist er. Ich wollte gerade schon reingehen, weil ich dachte, vielleicht wartest du drinnen auf mich. Der hat sogar seinen Namen auf dem Rahmen stehen hier, der Rahn. Siehst du zu meinen Radsportzeiten noch. Das war dein Radsportbike? Ja. Das ist so. Wie alt ist das Fahrrad? Wann bin ich dort gefahren? Das ist von 2008. Aber wir haben doch auch mal mit dem Fahrrad eine Ausfahrt gemacht. Kann das sein? Natürlich. Kein einziger Sturz. Der Sattel ist genau 10 Jahre alt. Handmade hier. Der ist 10 Jahre alt, ja. Das hast du drauf gemacht, damit du nicht rutschst, oder? Nee. Der ist so mehrfach gebrochen. Ach so. Leute, da seht ihr auch Profis wie der da. Ja? Die auch, die flicken manchmal Material. Die kriegen auch nicht immer alles, ja? Und die müssen sich auch Sachen selber kaufen. Aber das ändert sich nach diesem Wochenende. Werdet ihr sehen. Natürlich, definitiv. Das ist mein 2-Euro-Stück. Ist das so groß wie ein 2-Euro-Stück? Ja, und sieht auch so aus wie ein 2-Euro-Stück. Aber ich weiß nicht, ob... Was ist das für eine Währung? Das ist Thailand oder Laos, ich weiß nicht mehr. Ich erkenne es nicht. Ach, das ist ein Pfund. Was, Pfund steht drauf? One Pound. Oh. Na, kann es Vietnam auf jeden Fall nicht sein? Keine Ahnung, One Pound. Es ist auf jeden Fall... Also Leute, wer weiß, aus welchem Land dieses Geldstück kommt, ja? Genau, gute Idee. Der bekommt Fabian Rahns neues Fahrrad. Vielleicht. Dem Rahn geht es jetzt gerade genauso wie mir. Der versucht auch immer vor der Trainingseinheit den kryptischen Plan mit allen Abkürzungen auswendig zu lernen. Vor allem Lagen und dann die ersten 25 aber tauchen. Delfin tauchen? Ja, genau. Ja, genau, machen wir. Stimmt. 50 Max beliebig. Mit 1,15. Dann tauchen, okay. 1, 2, 3, 4 Programme. Gut. Alles im Kopf. Wir sind immer noch mit der GoPro unterwegs, aber schaut euch dieses exklusive Teil hier an. Ja? Bestes Equipment nur für die Profis. Ja? Ist das Ding genauso alt wie dein Sattel? Ja, ein Garmin der Marke Retro. Das Modell ist älter, das stimmt. Was machen wir jetzt noch, Fabian? 8 Kilometer locker laufen mit 3x400 Meter in ungefähr 13er Schnitt pro Kilometer. Und dazwischen 4 Minuten locker Pause. Also 3,10 nur zur Erklärung, das ist für den Fabian GA1. GA1 Plus. GA1 Plus. Ich ziehe den hinter mir her, ich habe dem Fabian schon gesagt, er kann in meinem Windschatten laufen. Nee, ehrlich zu sein, ist der Fabian deutlich schneller als ich. Deutlich schneller. Minimal. Leute, ihr seid live dabei, wie sich ein Profi gerade einen Platz sucht, um zu scheißen. Wir sind jetzt nur 8 Kilometer laufen, da muss der Typ scheißen. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ihr könnt dieses Spektakel gerade nicht sehen, aber ich sage euch, es ist ein Bild für die Götter. Jetzt steht er da mit seinem orangenen T-Shirt im grünen Wald und sucht um sich herum alle Blätter, die er haben kann. Damit ist er fertig. Fabian, wie war's? Sehr gut, erleichtert. Freunde, wir müssen jetzt was zügiger laufen, habe ich gehört. Mal schauen, ob ich das mitlaufen kann hier. Mit dem kleinen Fliegengewicht hier. We'll be right back.
Ich hänge ihn ab! Benni! Das unterscheidet uns von einem Profi. Wir haben 7,3 Kilometer, 7,4. Er muss aber 8 laufen. Da ist aber schon die Schwimmhalle. Also wir laufen jetzt extra nochmal runter und wieder zurück. So, mit dem Dreh. Ja, dürfen wir drehen? Ja. Okay. So, jetzt will ich aber auch gleich die 8 Kilometer da stehen sehen. Noch nicht? Reicht das bis zur Treppe? Wir haben nicht mehr lang. Reicht. 8 Kilometer, Leute. Das ist professionelle Vorbereitung. Da sind wir, es regnet, es ist scheiß Wetter, wir beeilen uns. Wer ihn noch nicht kennt, Fabian, stell dich vor. Ja, mein Name ist Fabian Rahn, ich bin seit diesem Jahr Profi-Triathlet und am Sonntag steht die erste Langdistanz in Rot an und ich bin heiß und bin gut drauf. Was hast du dir vorgenommen? Bei mir zu bleiben, mein Rennen zu machen und dann wird das richtig gut. Klar, unter 8,5 ist natürlich, wäre natürlich hammergeil. Zeitlich gesehen und nach Trainingsergebnissen sollte es auch so kommen und ich gehe davon aus, dass es so wird, denn am Sonntag gibt es Weltrekordbedingungen. Nicht wie heute. Nicht wie heute, es regnet nämlich gerade. Deswegen beeilen wir uns auch, wir wollen ja nicht, dass der Fabian krank wird. Fabian, du hast hier, zeig mal ganz kurz, der Fabian hat so einen geilen Anzug hier, ne? Also jetzt sind hier so Aero-Anzüge sowieso gerade in. Der ist von, was ist das? Ist von BioRacer. Ah ja, da steht's ja auch. BioRacer. So, jetzt bist du damit schon einmal, ein Rennen hast du damit schon gemacht. Zwei. Kraichgau und Indy Land Triathlon. Und? Sag mal was dazu, also macht das einen Unterschied, fühlst du dich besser damit, schneller? Ich fühle mich erstens besser, weil er geil aussieht, zweitens... ganz wichtig, der optische Faktor. Ja, natürlich, optisch ist immer wichtig. Zweitens ist er auch ein Sonnenbrandschutz. Man hat gemessen, der wurde jetzt nicht speziell gemessen, aber den hat ja auch die Firma BioRacer schon gemessen, dass er ein paar Prozent Wattersparnis bringt, weil einfach die Haut mehr Reibung bietet und als so eine glatte Fläche... Wie so ein Einteiler. Ja, guck mal, ganz kurz mal rangehen hier. Ne? Der hatte ja auch vor allem an den Ärmeln auch, ne? Hier so ein, dieses Geriffelte hier, ne? Genau. So ein bisschen. Das soll das. Ja, guck mal hier, guck mal, wer da steht. Dieser Honk Wolfgarten. Der Honk Wolfgarten. Aber er kann was im Schwimmen. Es regnet zu viel, damit er nicht krank wird. Also bleibt er nur dabei, dir viel Glück zu wünschen am Sonntag. Danke. Hau einen raus. Mach ich. Entspann dich. Ja, mach ich. Ja? So wie jetzt. Und das war ein Trainingsmorgen mit Fabian Rahn. Ich wäre sonst niemals so früh aufgestanden. Danke, dass du Zeit genommen hast und ja. Wenn du wieder zurück bist, trainieren wir wieder. Machen wir. Okay, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Ciao. Mein liebstes neues Bike hat jetzt ungefähr noch 12 Stunden, bis es zusammengebaut wird. Jedes einzelne Teil, ich sag's euch, genießt bitte noch diese Stunden in absoluter Freiheit. Danach wird alles anders sein. Gute Nacht, liebe Speedmax. Ich muss ja zugeben, so ein bisschen aufgeregt bin ich ja jetzt schon. Ja, das habe ich so lange gewartet. Und morgen ist endlich der große Tag, wo mein Speedmax CF SLX zusammengebaut wird. Peace over and out. Bis morgen.